Der Sportwelt TV Wettcheck. Sovereign State ist in diesem Rennen ganz klar das Pferd mit der besten Form. Der Hengst aus dem Stall von Jasmin Almenräder war auf dieser Bahn Vierter im Ferdinand Leisten Memorial und zuletzt Fünfter im Dr. Busch Memorial in Hoppegarten. Mit diesen Leistungen ist Sovereign State im Neue Welle Auftaktrennen nur schwer zu schlagen. Alle Pferde im Badener Jugendpreis starten zum ersten Mal. Trainer Henk Greve stellte im vergangenen Jahr die Siegerin in diesem Rennen. Und der Champion hat diesmal sogar zwei Pferde am Start. Stalljockey Andra Starke reitet Surin Beach. Und der gut gezogene Soldier Hollow Zone ist deshalb unser Tipp im Badener Jugendpreis. Adrian genießt im Champion-Stall von Henk Greve einen guten Ruf. Mit einem 4-Längen-Sieg über Toscano verabschiedete sich der Auenquäler in die Winterpause. Den Sprung in die Gruppenklasse kann man ihm zutrauen. Und wenn die Kondition schon reicht, kann Adrian das Iffezheimer Derby-Trial gewinnen. Gainsborough Head konnte zwei seiner letzten drei Rennen gewinnen. Zuletzt in Hoppegarten war er zwar nur Sechster, doch heute könnte der Schützling von Frank Fuhrmann den Siegfaden wieder aufnehmen. In Baden-Baden ist der Vierjährige bereits gut gelaufen. Wir glauben, dass Gainsborough Head im vierten Rennen des Tages weit vorne landet. Atiaro debütierte in Köln in starker Gesellschaft. Am Ende reichte es zwar nur zum vierten Platz, doch mischte der Ittlinger lange mit. Das Rennen sollte ihn gefördert haben, die Gegner sollten heute nicht stärker sein als zuletzt und so ist Atiaro für uns der logische Favorit im fünften Rennen des Tages. Die letzten Formen von Tornaldo sehen zwar auf den ersten Blick nicht so umwerfend aus, doch der Lokalmatador aus dem Stall von Manfred Weber konnte im vergangenen Jahr beim Frühjahrsmeeting gewinnen. Wie damals sitzt heute Burjan Mozarbayev im Sattel. Deshalb sollte Tornaldo erneut beste Chancen auf den Sieg im sechsten Rennen des Tages haben. Party Moon ist erst dreimal gelaufen. Er siegte im vergangenen Jahr aber bereits in einem Auktionsrennen in Hoppegarten. Bei seinem Saisondebüt in Hoppegarten lief er als Vierter in dieser Klasse auch gleich gut. Mit der zu erwartenden Steigerung könnte Party Moon der Sieger im siebten Rennen des Tages sein. Quest the Moon hat in Iffezheim vor zwei Jahren bereits das Zukunftsrennen gewonnen. Auch im vergangenen Jahr war der See the Moon Sohn auf Gruppeparkett erfolgreich, zudem Vierter im deutschen Derby. Nach Klasse hat der Vierjährige hier keinen Gegner zu fürchten. Und deshalb ist Quest the Moon unser Tipp im großen Preis der badischen Wirtschaft. Mars lief bei seinem ersten Saisonstart in Hoppegarten nicht schlecht. Der wenig geprüfte Vierjährige steigt nun mit einer fairen Handicap-Marke in den Ausgleich ein. Ewig wird Mars bestimmt nicht sieglos bleiben. Wir glauben, dass Mars heute sein erstes Rennen gewinnen kann. Der Lokalmatador Trust Ahead ist in dieser Saison bereits zweimal gelaufen. In Köln war er dabei Vierter und Zweiter. Schwerer als damals sieht die Aufgabe in diesem Rennen eigentlich auch nicht aus. Und so könnte Trust Ahead der Sieger im zehnten Rennen des Tages sein. Alario gab in München einen starken Einstand für seine jetzigen Interessen, als er mit Speed zu einem ganz leichten Sieg kam. Das muss noch nicht alles gewesen sein, was man von dem Vierjährigen gesehen hat. Wir trauen ihm weitere Reserven zu und glauben deshalb, dass Alario das elfte Rennen des Tages gewinnt. Marius, der am Platz trainiert wird, gab in München ein gutes Saisongefühl, als er spät noch gut ins Rennen fand. Die 400 Meter weitere Distanz ist ein Vorteil für ihn. Wir glauben, dass Marius das letzte Rennen des Meetings gewinnen kann.